bin jetzt wieder unterwegs zu einem Rundgang durch die Stadt. Und mein erster Besuch, der gilt der Katja von Puttkammer. Sie truppt hier in der alten, ehemaligen Feuerwehrwache. Und was sie so alles macht, keine Ahnung, wir müssen uns überraschen lassen. So, da ist ja. Ja, hallo. Katja, ich habe draußen gesagt, du würdest drucken. Ja, das und, ist richtig. Sind wir hier schon richtig von so einer Druckmaschine? Genau, das ist die Druckmaschine, die wir hier hergestellt haben. Mhm. Und so das Kernstück, also bei mir im Atelier stand sie und mhm. ist da natürlich ziemlich groß, weil das Atelier relativ klein ist, aber hier verliert sie sich. Das ist also sozusagen ein Druckstock, den ich jetzt hier entwickelt habe. Und ich habe mehrere Experimente gemacht mit mhm. Holz und habe aber dann entdeckt, dass eben Moosgummi für mich das ist Moosgummi, was eigentlich so im Bastelbereich, aber auch in anderen mhm. Bereichen, also gibt auch technische Bereiche, wo das eingesetzt wird. Und ich habe einen kleinen Auflagendruck gemacht, da habe ich dann tatsächlich schon 40 hintereinander hergestellt mit dem gleichen Druckstock Stock aus Moosgummi. Ja, okay. Also das geht ganz gut. Also du kannst verschiedene Muster damit machen. Ja, und jetzt machst du mal für uns direkt eins. Genau, also das ist jetzt, das habe ich einmal gedruckt, aber wir drucken das jetzt mal so, dass man und sieht, gucken mal, geht. Ja genau. Ne? Ja, okay. Also erstmal muss man die hier einpassen, das ist, ja. weil normalerweise mhm. heißt es, jede Farbe braucht einen eigenen Druckstock und das ja. ist der Vorteil ja. mit dem Moosgummi. Ich kann hier wie so ein Puzzle das in einzelnen Teilen zusammenlegen. Und dieses Teil hast du auch selbst gemacht oder gibt es fertig? Nein, das habe ich natürlich selber gemacht, weil ich mich eben immer mit architektonischen mhm. Strukturen auseinandersetze. Ja, okay. Und das ist ein Betonbaustein, wie er in vielen Garten Trennwänden mhm, vorkommen. Mhm. Also das ist noch die Restfarbe, die drauf ist, von daher mhm. wird der Druck jetzt das nicht so ich habe jetzt gedacht, es ne? wird hier unten drauf gedruckt. Nee, das ist meine Schablone unten drunter, die ah, okay. ich da habe, mhm. damit ich weiß, wo mhm. ich was wie hinlege. Ne? Also das ist jetzt der Ablauf, jetzt wird das nochmal abgedeckt und mhm. dann ist der Druck, das habe ich schon gesehen, deswegen knittert das Papier so ein Stück zu stark. So, jetzt kommen wir hier diese durch. Runden Sachen werden auch so. Ja, das ist im Prinzip, wobei es immer so kleine Variationen gibt, wann man wo was einfärbt. Das drehst du jetzt einfach so durch. Genau. Also jetzt sieht man halt, dass es ein relativ blasser Druck ist, weil eben die Farbe nur noch die Restfarbe war, die ja, jetzt halt ja, war. Okay. Wir wollen ja nur sehen, wie es funktioniert. Ja, und das Schöne ist, ich kann jetzt das als Modul, also so wie es tatsächlich im Garten eingesetzt mhm. wird, ich kann es ausschneiden und an der Wand hochziehen und mehrere hintereinander ja. setzen. Okay. Katja, das haben wir jetzt gesehen. Wie ja. machst du das mit den verschiedenen Farben? Ja, das ist eben das Schöne, dass mit dem Moosgummi ich einzelne Formen ausschneiden kann mhm. und die einzeln einfärben kann und dann lege ich sie eben auf meine Schablone oder lege sie eben auf die Druckpresse. Ich komme eben sehr stark aus der Malerei, also das mhm. heißt, ich habe hier auf meinem Farbmischtisch, auf meinem Farbmischpult, habe ich eben dann ganz viele unterschiedliche Farben okay. und nehme jeden einzelnen mhm. Kreis, weil die sind ja lose, die hängen ja nicht zusammen, sondern die sind einzeln. Ja. Ne? Und jeden einzelnen Kreis färbe ich dann anders ein mhm. und mache eine Farbmischung. Ne? Und das hier ist, bezieht sich auf den Boden der Gedächtniskirche in Berlin von Egon Eiermann. Ja, ja, okay. Also, das ist ja jetzt ganz kompliziert, will ich mal sagen. Wie stellst du das hier? Ja, also das ist quasi das, was ich grundsätzlich eigentlich gemacht habe, ist eben Radierung, also mhm. ein Tiefdruck, wo in eine Kupferplatte, nämlich in eine solche, wird mit Werkzeugen wird reingeritzt. Also hier sieht man das ja, das ist also mit so einer Nadel eigentlich, dass ich geraden gesetzt habe. Und diese Schwärzungen, die entstehen dadurch, dass ich so einen Dremel, also so einen kleinen Fräser, womit man auch Glas zum Beispiel fräsen kann und Ornamentierung reinbringen kann, damit stelle ich das her. Ne? Und auch da ist schön, dass du mich fragst, weil auch das ist wieder ein Motiv von Egon Eiermann. Wir kennen es fast alle. Ja. Das sind die ehemaligen Hortenfassaden an den Kaufhofgebäuden, die mittlerweile an vielen Stellen weggenommen werden. Also das sieht auch toll aus. Ja, das ist mal hoch, dass man das mal sieht.
Das ist ein, das habe ich mir überlegt, ich hatte dazu auch noch andere Experimente gemacht, aber im Grunde genommen ist es die Idee, den Bauzaun, den wir hier stehen haben, mit einem einfachen Mittel zu übertragen. Das ist extra eine Hochdruckfarbe, Linoldruck. Ja. Also kann man auch wieder abwischen. Die ist wasserlöslich, sonst kann ich das ja hier so gar nicht machen. Bei vielen ihrer Arbeiten spielt der Farbverlauf eine große Rolle. Das kreative Spiel mit der Form und der Farbe hat einen besonderen Reiz. Zum Schluss zeigte Katja von Puttkammer noch, wie sie die runden Moosgummiformen herstellt. Das hat auch noch einen Rheinhessen-Bezug, weil das ist nämlich für ehemalig für Weinetiketten gewesen. Das sind die Schwanzeisen mit den... Das ist ja richtig dick. Ja, genau. Katja, herzlichen Dank, du hast uns viel gezeigt. Gerne.